Ich glaube nicht, ja, ich musste mal gucken, nee, keine Ahnung. Aber da es ja eh noch lebt, ist es auch nicht mehr. Ich kann ja mal versuchen, ob ich mit meinem Logitech-Lenkrad fliegen kann. Würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwie geht. Naja, die Freelance hat ja auch ein Ah. Lenkrad, ne? Und die Staffel hat auch ein Lenkrad. Trustmaster ist das. Ah, Trustmaster. Das Ding hier, das zusammengeschraubte Teil habe ich. Aber ich muss sagen, als ich das erste Mal mit dem Ding mal probiert habe, irgendwie, ich bin nicht klargekommen, ehrlich. Also ich krieg mit dem, der ist mir auch viel zu leicht eingestellt irgendwie. Ich kann mit dem gar nicht richtig lenken. Wenn ich versuche, ein Schiff zu verfolgen und zu treffen, dann kriege ich es mit dem Joystick überhaupt nicht hin, aber mit Maus kriege ich das super hin. Also was heißt super, aber zumindest treffe ich ihn dann dort. Und Joystick ist das irgendwie total schwierig gewesen. Obwohl die Schubregelung halt geil ist. Ne? Du kannst ja echt schön dann rückwärts und vorwärts und so weiter und kannst viel geilere Manöver fliegen. Ah, juhu, mein Ladebalken des Todes ist auch endlich zu Ende. Passiert? Ausgeflogen jetzt oder? Nö, es hat gerade ewig gedauert, bis er dann mal in der Station drin war. Okay. Ja, warte jetzt schon irgendwie abends in der ersten Station kommen. Soll ich ein gleich alte 4 oder so? Zum Problem nochmal. Im ersten Dann. Einloggen ging es viel schneller. Also das manchmal das komplett. Ist der Server ja auch voll oder so? Dann sehen wir mal, ob es ist das gebracht hat, dass ich jetzt in-game das Ready habe. Der Name geht mir auf den Sachen. Start nochmal. Erfunden gehabt, irgendwie. Ja, wie heißt du denn jetzt? Hast du deinen Namen geändert, oder? Ja, das würde ich wahrscheinlich finden, also das ist nie das Problem. Ich weiß mal kurz nach, ob ich da noch bin. Destroyer ID. Nee, Destroy 3D, oder? Nur mit. Ja. Ja, genau, wie zerstören auf Englisch und 3D hinten dran. Genau. Ah, Contact Edit. Na, guck an. Oh, Kölsch hat einen guten Server. 4 von 24. Was? Ja, steht da bei dir. Ich glaube, es wurden gerade alle rausgeschmissen oder so, weil du auf den Server gekommen bist Ja, und. genau. Oder Kölsch ist auf den Server gekommen, alle sind rausgegangen. Genau. Aber 4 sind ja nicht schlecht, ne? Dann müsste der ja eigentlich recht stabil laufen. Mal gucken. Und gehen wir bei Ihnen rauf. Vier Leute haben wir wenigstens Gegner, die wir schaffen können. Ja. Eigentlich wollte ich halt einmal kein Star Citizen spielen. Ja, ich wollte eigentlich heute auch nicht. Aber. Ich habe extra die Star Trek Online runtergeladen, weil ich mit ein paar Kollegen Star Trek Online spielen wollte. Und jetzt habe ich den ganzen Abend Star Citizen gespielt. Oh, Star Trek Online. Habe ich glaube ich auch noch irgendwo einen Account rumfliegen. Hätte ich auch mal gehört. Und die Fadin, die guckt auch öfter mal bei mir zu, die hat auch gesagt, die spielt das jetzt. Ich weiß nur nicht, ist das überhaupt gut, sage ich mal, so von der Story her und. Keine Ahnung. Oder ist das wie WoW einfach nur, dass du da, ne, so. Also ich habe bisher nur bei Secret World wirklich mal erlebt, dass es geile Missionen gibt, die richtig cool umgesetzt sind und ja, die einfach auch vertont sind in jeder möglichen Sprache, die das Spiel eben hergibt, ne, so, und das teilweise auch sogar noch lippensynchron und so. Habe ich eigentlich selten bei irgendeinem anderen MMO erlebt. Okay, also es hat nichts gebracht. Ich weiß immer noch, was soll ich. Oh, okay. Amigo kennt das anscheinend, Jetzt schätze ich habe ich mal. irgendwas anderes im Newton. Felix Poker geändert, als es danach geht. Also. Ja. Ich sag mal Newton, weil der im Chat ja so heißt. Du kennst das Spiel also und es ist. Ah, okay. Aber sag mal, warum ist es schlecht, ist jetzt die Frage. Oder warum ist es nicht so gut? Ne, ich frage mich das auch. Also beispielsweise, wenn ich jetzt fragen würde, vergleiche es mal mit Secret World. Ja, und sag mal, was du davon hältst, weil ich meine, du liebst ja Secret World genauso und ich find's ja auch geil, also dann müssten wir ja da so ungefähr dieselbe Ansicht haben. Alter, doch, das ist flüssig. Was muss das machen? Sekunde. Ignoriert das einfach. Start hier mit 55 Frames? Ich hab auch gerade, bin auch gerade irgendwie überrascht. Ich hab hier irgendwie auch zwischendurch 30 Frames. Was läuft denn hier falsch? Ja. Oh, ich Na, glaube, mein jetzt. Server. Ach, es geht schon wieder runter. Zu früh gefreut. Ja, scheiße. Ach so, mag Star Trek im Allgemeinen nicht, okay. Ja gut, ich weiß es nicht. Also ich müsste halt echt mal wissen, wie das so vom Spielerischen her ist. Aber ich glaube, noch ein MMO anfangen ist jetzt auch doof. Also So, mein und ihr Lieber. schnappt euch jetzt alle Conny und kommt nach Grimhex. Ich glaube, ich bin der Einzige, der in Grimhex gespawnt ist. Warum ist mein Handle nicht. Warum
available. Das finde ich scheiße. Was? Grimhex? Wo zum Teufel ist Grimhex? Piratenstation. In Yella. Auf Syrienbelt. Heißt jetzt Felixburg. Ich frage mich allerdings, warum ich hier spawne. Ja, press to join or, was war das jetzt? Ü. Ah, richtige Taste getroffen. Juhu! Ja, ich wollte mal eine Gruppe machen gleich, dann haben wir uns schon mal alle drin. Ich weiß nicht, was mit. Ich kann ja Faxi auch mal einladen, ist ja eh gerade online. Weiß nicht, ob uns das irgendeinen Vorteil verschafft, aber machen wir. Er hat halt irgendwie alle Schiffe, die vielleicht bei dir sind. Du, André, ich hab übrigens gerade Premiere, ne? Ja. Ich streame gerade. Nein. Einfach mal so just for fun. Ja, ist doch cool. Ja. Einfach mal probiert, ob der Rechner das überhaupt hier hinkriegt mit dem Dingen so. Ja, als ob 4 von 24. Ist bei euch 24 von 24? Das Dashboard habe ich auf dem Laptop neben mir offen, ja. Und läuft gut oder ist er so... Also er sagt Qualität excellent und sieht in der Preview eigentlich okay aus. Ja, dann ist ja gut. Dann funktioniert es auf jeden Fall. Und man weiß ja auch mal nicht so sicher, ob es dann hundertprozentig funktioniert und so. Ja, ist irgendwo das Schiff schon draußen oder soll ich noch warten hier drin? Dein Server ist voll. Was? Was? War ja nur 4 Leute drauf. Da läuft alles super bei dir. Gesichtscam auch vorhanden. Hä? Was? Ach, der sieht mich auch noch, na so was aber auch. Verdammt! Ob ich heute Nacht jetzt noch schlafen kann, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber... Wieso? Ich hab doch was an. Lächle mal und wink schön. Nö, aber Prost! Das kann alles machen, ja? Genau. Ja, was hat der eigentlich auf dem Tisch liegen? Lassen wir auch mal einen Follow-Werter. Ach, da klatscht jemand. Du hast ab und zu keine Lags drin. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an dir liegt. Weil ich habe gerade 2 Streams laufen und Sassel sind. Das kann ja auch sein, dass es an mir liegt. Aber kurzzeitiges, zwischenzeitiges Laden immer mal wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Twitch, 2 Twitch-Streams gleichzeitig statt Marker irgendwie glaube ich gar nicht. Ach guck, da ist André. So. Man erkennt uns gleich an dieser mega coolen Rüstung hier. Was du hast du die denn? Andere, ne? Du hast die kleinere von 9,5, oder? Ja, genau. Du hast die ich hab die kleinere, weil ich hatte ja nur irgendwie 12 noch was. Achso. Oh, der Server ist voll, das nervt mich jetzt. Ich hab jetzt echt noch 38.000, ey. Das gibt's keine. Aber ich glaub, diese ICC-Probe, ne? Das geht voll schnell. Ja, ich glaub, bei mir hängt auch, glaube ich, keine Waffe dran, ne? Nee, irgendwie hatte ich mit meinen Waffen auch Probleme. Irgendwie waren die nicht so wirklich da, wo sie hingehören. Also, obwohl, Scharfschützengewehr auf dem Rücken, ja. Vorne müsste jetzt die normale Waffe hängen, Schrotflinte. Holter mal jemanden raus, ich brauche einen Platz. Ah, doch, vorne. Ja gut, mehr Waffen habe ich schon noch nicht. Das macht Sinn. Ja. Aber die ganz große Rüstung, die will ich mir auch nochmal kaufen. Auch wenn sie jetzt nicht so toll aussieht vom Blickfeld oder so, aber trotzdem. Ja, ich finde die zweite... Scavenger-Rüstung sieht ganz geil aus vom Blickfeld. Also ich habe da nur unten, ich finde es sogar eigentlich angenehmer als die andere. Mhm. Was, ja, was ich persönlich... Die ist echt cool. Die du bei Grimhex kriegst, meinst du, ne? Genau. Ah ja. Ich bin ja gerade da. Ja, was ich persönlich ein bisschen affig fand, das war die Rüstung hier mit den roten Augen. Ja, das ist die. Aber die sieht vom Blickfeld aus ganz geil aus. So, A01 habe ich jetzt mein Schiff, weiß nicht. Probier mal deins auch spawnen zu lassen. Wir können ja auch mal die Schiffe einfach tauschen sein, ne? Ja, ich wundere mich hier sowieso im Moment, weil ich habe hier noch 3 Schiffe zur Auswahl. Das ist normal, das ist wegen dieser Free-Buffer da. Da kriegst du die beiden anderen Schiffe noch. Gladiator und Retaliator. Retaliator, genau. Achso, auf dem TS vom Kumpel von mir. Da habe ich immer Zugriff drauf und hab da einen Channel und so weiter. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch mit reinkommen. Warte mal, ich kann dir das ja mal schicken. Was nehme ich denn mal? Ach, ich nehme mal die Gladiator. Add Season to your contacts, Culture und Tour. Your ship is currently being delivered to the launch platform. F. So, wo bin ich? A03 hat er mich hingeschickt.
Oh, Felix, kommst du auf den Server jetzt, oder? Bin noch am probieren. Gib mir 1, 2, 3, 5 Sekunden. Ja, aber sonst hau ich hier von Grimhack selber ab. Geh nach Korea und probiere meinen Piratenstatus wegzumachen. André, wo haben sie dich rausgeschickt? A01, glaube ich. Ah, okay, dann müsstest du ja eigentlich, Hier, ich komm da, ich geh da mal hin. Bist du da auch in der Nähe, oder? Also meins soll auf A03 sein. Okay. Cool, da können wir ja gleich mal tauschen. Ich bin das andere Schiff zwar auch schon mal geflogen, aber nicht so richtig, ehrlich gesagt. Das ist mal die Avenger, weil die ist sehr, sehr wendig, finde ich, ey. Damit kannst du wirklich so richtig schön in eine Ecke straven und kannst eigentlich permanent um irgendeinen Sockel fliegen an der Station. Irgendwie ist das geil. Oh, ich weiß nicht, aus welchem Game ich das drin habe. Wenn da Use steht, will ich immer E drücken. Aus allen anderen Games. Ja, irgendwie schon, ja. Oh, aber wie wir wissen, Star Citizen ist besonders, deswegen. Was ist denn das nochmal für ein Schiff, was ich jetzt gerade hier im Stream. Boah, wie hieß denn das? Lass mich kurz nachschauen. In das mit Spiel. Den zwei Plätzen da, wo zwei. Oh mein Gott. Boah. Oh. Ja, das ist die Catless. Oh, wer kommt denn da angerumpelt? Die Catless, genau. Hm, ja. Die habe ich bisher, glaube ich, noch nicht geflogen, soweit ich weiß. Oder auch mal gesehen. Wow, kann man da eigentlich auch. Oh mein Gott. Alter, was macht der denn? Ey, was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Oh mein Gott, das ist wirklich heftig. Ja, meine Avenger ist jetzt. Die dreht sich und fliegt gerade weg. Also, ich muss sie gleich nochmal spawnen lassen. Hm? Was? Jetzt ist er wieder voll. Hm. Ich verstehe das auch nicht. Wie können denn da am Anfang 4 drin sein und dann auf einmal wieder mehr und so, ey? Keiner. Er fliegt da einfach mit dem Raumschiff lang und haut meinen. Meine Avenger weg. Eine neutrale Person kommt in deinen Channel. Hallo. Moin. Abend. Ich hab gedacht, ich spring mal zu euch hin, das ist ein bisschen einfacher. Ja. Ja, okay. Ich nur alles doppelt, weil dann muss man den Twitch mal ein bisschen muten, leiser machen. Genau. Weil das ist ja sowieso auch immer zeitversetzt, so ein bisschen. Stimmt. Mal gucken, ob ich bei euch raufkomme. Müsste eigentlich passen. Ah, ich habe eben auch gerade versucht einzustellen, mit zwei Joysticks zu fliegen, aber naja, gut, da muss ich noch ein bisschen üben, das ist noch nicht so meins. Du musst den Snail fragen, der hat die Einstellung dafür, oder? Ja? Das ist eine Idee. Ja, ich habe normalerweise fliege ich normal Router-Setup, aber ich wollte mal mit dem zweiten Joystick, weil das kann man dann noch ein bisschen besser, glaube ich, optimieren, aber. Mhm. Außer der Tastatur. Ah, ich glaube, ich versuche mich irgendwann mal so mit Xbox-Controller fliegen und der Rest halt normal Tastatur, Maus oder so. Hm. Jo. Jungs, können wir den Server wechseln? Ich komme da nicht hoch. Ja, irgendwie steht 23 von 24, aber geht nicht. Ne? Ja, genau. Aber, was stimmt mit dem Typen nicht? Ach, war der große Einschlag da gerade bei dir? Ja, der hat meine Avenger gerade wieder angeflogen und kaputt gemacht. So, Faxi, ich endlich auch mal, ne? Ich glaube, der fliegt hier einfach nur rum, um Schiffe kaputt zu machen. Ja, einfach Faxi. Achso, wir sehen uns doch in der Party sogar, oder? Ich bin in der Party nicht. Ja, mein Freund. Mit einer Sache hast du aber nicht gerechnet. Mit einem Typen, der dir hinterherfliegt, du Wichser und dir. So, dann add mal Felix Burg. Pass auf, ey. Damit rechnet er doch nicht. Pass auf, fliegt er jetzt mal hoch. Und dann fuck ich den mal so richtig ab, diesen Wichser. Ja, genau. Da guckst du blöd, ne? Deiner scheiß Constellation. Der steht da einfach nur, weißt du, der wartet, bis das nächste Schiff vor ihm ist. Schön. Ich werde dich holen, du. Pass auf. Töten. Ja, er steht hier auch blöderweise gerade ganz normal hier rum, dieser Vollidiot, ey. Du musst an Bord kommen. Nein! Oh, Arschloch. Ja, genau, du musst an Bord kommen, lässt ihn in die Co-Piloten sitzen und stellst die Power weg. Nein. Kannst du ja den Strom abstellen. Kann ich Strom abstellen? Co-Piloten-Sitz, ja. Okay. Wenn das so funktioniert, wie das angezeigt wird. Weiß ich nicht, genau, habe ich noch nie gemacht. Jetzt fliegt er! Ja! Guck, was er macht! Der fliegt auf das Schiff zu. Er safe, ihm gehört auch die Konstellation nicht. Alter! Boah, was war denn das für eine Explosion, ey? Landing complete. Wieso ist denn der nicht kaputt? Weil normalerweise Schiffe bei Dingen nicht kaputt gehen. Okay. Was stimmt mit dem Typen? Ah, da hab ich dich gefunden.